Willkommen beim geheimen Sonderparteitag der voraussichtlich erfolgreichsten Partei Deutschlands. Ja, weil die anderen sich gerade mit Tempolimits und Steuererhöhungen selbst zerschädigen, sind wir als FDP sehr im Raufwind. Richtig. Laut Fresenius-Institut haben wir jetzt knapp mehr als wie 3%. Wir müssen aber auf 100 kommen, weil das ja die absolute Mehrheit wäre. Richtig! Hier, ich weiß, was geil ist. Wir nennen uns um in DFP, weil die Leute Kicken geil finden und das so geil nach DFB klingen tut. Unsinn! DFP ist doof. Deutscher Fußballpunt klingt für eine Partei doch total befeuert. Es heißt doch auch nicht Puntpisswehr oder Puntstifte. Die Frau hat recht! Ich finde, wir brauchen mal einen Slogan mit dem Wort liberal drin. Wie wär's mit liberal als Kaviar? Das wird auch Fischliebhaber ansprechen. Richtig! Na so ein Schwachsinn. Wir müssen doch nur den Rösler loswerden. Ich hab schon einen Kumpel von der Mafia angehauen, als wir uns beide die goldene Klorolle abgeholt haben. Der Philipp könnte sofort bei denen anfangen, nämlich als Nummernschild Umlackierer. Ja, weg mit dem Rösler! Das wäre auch mein zweiter Vorschlag gewesen. Halt nein, lasst uns einfach Geheimplan C einsetzen. Etwa der Merkel den Atomraketenkellerschlüssel klauen und im September alle Wahllokale einzeln bombardieren? Nee, ich meinte unsere Vollidiotenpartei einfach auflösen. Endlich! Liebling, darf ich dich heute Abend zum Ball einladen? Ich gehe zur AfD! Du kannst mich mal, du Saftsack.